In diesem Video soll es um eine bedeutende Höllendarstellung aus dem späten Mittelalter gehen. Und zwar geht es um ein Fresko aus Pisa, das wir hier schon auf dieser Eingangsfolie sehen können. Diese Höllendarstellung ist deswegen sehr bedeutsam, weil sie einen nicht unbedeutenden Einfluss gehabt hatte auf nachfolgende Höllendarstellungen von einigen Künstlern. Also es gibt andere Höllendarstellungen aus späterer Zeit, die sich an diesem Fresko hier orientiert haben. Und deswegen hat dieses Fresko eine bedeutende Stellung. Wir wollen uns in diesem Video dieses Fresko einmal genauer anschauen. Es ist das Inferno oder, weil es im italienischen Maskulinum ist, der Inferno. Und gemacht worden ist dieses Fresko eventuell von Buonamico Buffalmacco. Das wissen wir nicht so genau. Ich zeige euch zunächst einmal die Höllendarstellung in groß und will an dieser Stelle verweisen, dass dieses Video ein Teil einer Videoreihe ist, und zwar die Videoreihe Die Darstellung der Hölle im späten Mittelalter. Da gibt es auch noch andere Höllendarstellungen, die ich einmal bespreche, und wer sich für andere Höllendarstellungen interessiert oder generell sich für dieses Thema interessiert, der sei auf diese Videoreihe hingewiesen. Unten in der Beschreibung findet ihr alle Links zu den Videos dieser Videoreihe. Um das Fresko, das wir hier sehen, soll es also gehen. Und bevor wir uns das Fresko im Detail einmal anschauen werden, will ich kurz ein paar einleitende Worte verlieren. Und zwar zunächst einmal zum Ort. Wo können wir dieses Fresko sehen? Und zwar ist das in Pisa der Fall, und zwar auf dem Campo Santo Monumentale. Das ist ein Friedhof. Dort kann man dieses Fresko begutachten. Stand Juli 2017 wird es wohl noch restauriert. Das heißt, man wird es in Bälde in einem besseren Zustand, als wir es hier sehen, betrachten können. Dieser Friedhof heißt Campo Santo, und wer des Italienischen mächtig ist, der weiß, Campo Santo heißt heiliges Feld. Der Name Campo Santo rührt daher, weil Erde aus Golgotha vom vierten Kreuzzug mitgebracht worden ist, vom Erzbischof Ubaldo Lanfranchi. Das war im 12. Jahrhundert, und dort wurde dann also dieser Friedhof errichtet. Mit der Erde also aus Golgotha. Dort fand ja die Kreuzigung von Jesus Christus statt. So, kurz etwas zum Künstler, den ich hier genannt habe, Buonamico Buffalmacco. Also wie gesagt, es ist nicht klar, ob er wirklich der Urheber dieses Freskos ist. Es gibt auch andere Namen, die in der Forschungsliteratur kursieren. Das hängt auch vor allen Dingen damit zusammen, wann man dieses Fresko datiert, also in welche Jahre man es datiert. Buonamico Buffalmacco ist etwa 1340 gestorben, das heißt, unten habe ich hingeschrieben 1336 bis 1341, also das wäre schon ein sehr enger Zeitraum, weil die 41 ja schon über die eigentliche Lebenszeit von Buffalmacco hinausreicht, also möglicherweise hat das dann auch nicht zu Ende erstellt. Es gibt aber auch andere Datierungen, die dieses Fresko auf circa 1350 datieren. Dann ist Buonamico Buffalmacco auf jeden Fall raus als Urheber. Da wird dann zum Beispiel Francesco Traini genannt als möglicher anderer Künstler, der dieses Fresko erschaffen hat. Also das wissen wir nicht so genau, aber es gibt einige Punkte, die immer wieder zugunsten von Buonamico Buffalmacco aufgeführt werden. Und deswegen will ich diesen hier mal als Urheber vermuten, und deswegen sage ich etwas zu seinem Leben. Er heißt Buonamico di Cristofano. Er wurde im Jahre 1262 in Florenz geboren und ist dann, das hatte ich eben schon gesagt, 1340 in Florenz gestorben. Über sein Leben an sich wissen wir in der Tat nicht allzu viel. Und das wird jetzt auch nicht viel sein, was ich zu ihm sagen kann. Wir wissen, dass er Schüler von einem gewissen Andrea Di Rico gewesen ist. Das war ein Künstler aus Florenz. Wir wissen, dass er mit Bruno Di Giovanni zusammengearbeitet hat und auch Werke mit ihm zusammen erstellt hat. Wir wissen außerdem, dass er 1314 bis 1315 in der Kirche Fortezza da Basso in Florenz gearbeitet hat. Und wir wissen auch, dass er 1320 ein Fresko in Pisa erstellt hat. Und das war es dann auch schon, was wir gesichert von ihm sagen können, mehr oder weniger. Jetzt mag es vielleicht noch andere Forschungsliteratur geben, da steht dann mehr drin. Aber man sieht, man weiß relativ wenig von diesem Künstler auch. Wissen wir gar nicht, was für einen Rang er eigentlich innerhalb der Künstler seiner Zeit in seiner Gegend hatte. Dieses Fresko, das wir hier sehen, wenn es von ihm stammt, wäre dann also ein weiteres Werk. Und wir wollen uns jetzt also dieses
Fresko einmal genauer anschauen und da will ich es genauso machen wie bei der Vorstellung des Höllenfreskos von Giotto, dass ich dazu die PowerPoint-Präsentation verlasse und euch eine andere Art der Präsentation hier vorführen werde. Denn die Darstellung auf PowerPoint und auch das Bild erstmal oder das Foto, wie wir es hier sehen, ist natürlich dann doch relativ klein, sodass man die Details nicht so gut erkennen kann. Und auf PowerPoint zoomt es sich dann doch schlechter bzw. schwerer, als es eben hier möglich ist. Deswegen also der Wechsel von PowerPoint weg hierhin. Und wie ihr sehen könnt, hier kann man also ganz gut zoomen. Ich gehe aber nochmal raus. Ich will kurz allgemein etwas sagen zu dieser Darstellung. Denn man kann erkennen, dass es verschiedene Ebenen gibt. Es gibt diese unterste Ebene, dann haben wir hier eine Ebene, die darüber liegt, eine weitere Ebene, die nochmal darüber liegt und wir haben eine vierte, ganz oben liegende Ebene. Und das ist hier die Ebene, die im Grunde zur Hölle noch hereinführt, hier durch den Höllenschlund. Und wir sehen dann hier, dass die zweite und die dritte Ebene zerteilt sind durch Satan selbst, der so groß ist wie diese beiden Ebenen selbst und sogar noch ein bisschen größer ist, wenn man ganz genau hinschaut. Er zerteilt diese Ebenen und wir sehen hier verschiedene Arten von Sünden, auf die ich dann später noch eingehen möchte. Wir sehen hier nämlich verschiedene Kapitalsünden, das heißt Todsünden, insgesamt sieben an der Zahl, die hier dargestellt sind. Ich will allerdings jetzt von oben nach unten durchgehen und dann von links nach rechts entsprechend. Das heißt, wir fangen hier oben links an. Generell, wenn wir nach oben schauen, sehen wir einzelne Sündergruppen, aber auch Einzelpersonen. Aber ich will zunächst einmal hier oben links beginnen. Und wir sehen hier diverse Persönlichkeiten, also verschiedene Menschengestalten, die dargestellt werden. Das sind nicht nur Männer, wie man unschwer erkennen kann, es sind auch vereinzelt Frauen dabei. Und hier gibt es verschiedene Arten von Sünden, die hier dargestellt werden. Diese beiden Persönlichkeiten mit dem aufgeschlitzten Bauchraum, die stehen für Simonisten, also Personen, die Simonie betrieben haben. Man sieht hier bei der linken Person auch eine Tonsur ganz klar, also dass es sich um einen Mönch handelt. Kurz zur Erklärung, was Simonie ist, für diejenigen, die es nicht wissen. Simonie bezeichnet den Ämterkauf. Das heißt, dass man zum Beispiel ein Bischofsamt gegen eine Zahlung von Geld erworben hat. Also man hat jemandem Geld bezahlt und dann wurde man Bischof dieses Bistums. Das ist Simonie und in der christlichen Theologie eine Straftat, ein Straftatbestand und eine Sünde. Und die Simonie hier, also in der Theologie auch des Mittelalters gerade als Sünde aufgekommen. Und die Simonisten werden hier oben links also dargestellt. Dann haben wir hier noch diverse andere Heretiker, die dargestellt sind. Ganz populär ist diese Persönlichkeit hier mit dem Banner in der linken Hand und dem eigenen Kopf in der rechten Hand. Das ist die Darstellung von Arius. Und Arius ist ein Theologe aus der Antike, aus dem frühen Christentum, dessen Lehre hat sich am Ende nicht durchsetzen können und weil seine Lehre eben sehr weit anders war als die Lehre, die sich am Ende durchgesetzt hat. Arius hat nämlich Jesus Christus jegliche Göttlichkeit abgesprochen, weil seine Lehre also so ganz anders ist, als sie sich am Ende durchgesetzt hat im Christentum, gilt er als der Heretiker überhaupt. Also ein, wenn man so will, Hauptsünder aus der Antike oder aus der Sicht des Mittelalters auf die Antike und deswegen hier der schlimmste christliche Sünder überhaupt. Der ist hier dargestellt, also der schlimmste christliche Sünder aus der Antike. Wir sehen hier verschiedene Arten von Strafen im Übrigen. Also wir sehen ja hier bei den Simonisten, da ist der Bauchraum aufgeschlitzt, die Gedärme fallen heraus. Es gibt Personen wie Arius, die sind enthauptet. Hier unten haben wir weitere Heretiker, die enthauptet sind. Es gibt auch Schlangen, die die Personen quälen. Und dann gibt es auch noch welche, die aufgehängt sind, entweder richtig herum oder falsch herum. Und hier sehen wir auch einzelne Teufel, die also hier diese Qualen auch bereiten, indem sie zum Beispiel hier Schlangen ausspeien. Jetzt können wir hier weiterschauen nach rechts. Da sehen wir nicht ganz so viele Personen, wie wir oben links gesehen haben, dafür aber mit der Person hier unten links und mit der Person hier am Boden zwei wichtige weitere Persönlichkeiten. Wir sehen zunächst einmal diverse Teufel, die hier Qualen zufügen. Wir sehen es bei dieser Persönlichkeit, da werden die
Körperteile, die Gliedmaßen abgetrennt. Auch hier bei der Person, da wird der Bauchraum gerade aufgeschlitzt. Hier unten bei der Person wird die Haut abgezogen. Also hier werden Gliedmaßen noch stärker verstümmelt, teilweise als wir es oben links gesehen haben. Das Abhacken von Gliedmaßen, das verweist darauf, dass wir es hier mit Schismatikern zu tun haben. Also Personen, die die Kirche entweder gespalten haben, erfolgreich gespaltet haben, oder die die Kirche spalten wollten. Und jetzt haben wir hier unten am Boden zwei wichtige Persönlichkeiten. Diese Person hier links unten, das ist, wenn ich hier diesen Schriftzug richtig sehe, Niccolo Apostata. Was hat es mit diesem Niccolo Apostata auf sich? Ist eigentlich eine gute Frage, ob das überhaupt eine historisch gesicherte Persönlichkeit ist. Das habe ich jetzt nicht herausfinden können. Aber er taucht in der italienischen Tradition immer wieder auf. Und zwar ist dieser Niccolo Apostata vom Christentum zum Islam konvertiert und das im Grunde aus Rache gegenüber der Kirche. Und zwar soll Niccolo Apostata eine ranghohe Persönlichkeit gewesen sein in der Kirche. Man kann also dann davon ausgehen, dass er Kardinal gewesen ist. Und ihm wurde versprochen, Papst zu werden. Wenn also der Papst dann verstorben sein wird und ein Nachfolger gesucht wird, dann sollte er Papst werden. Aber es kam dann anders. Er wurde eben nicht Papst, trotz dieser Zusage. Und dann hatte er Rachegelüste und ist deswegen zum Islam konvertiert und ist dann gegen die christliche Kirche vorgegangen. Und dieser Niccolo Apostata taucht dann immer wieder im 13. und auch im 14. Jahrhundert auf, in der italienischen Tradition, auch in einer anderen Höllendarstellung zum Beispiel, also in anderen Höllendarstellungen, es wird sicherlich noch mehr als nur diese eine weitere geben, ist er zu sehen. Daneben liegt auf dem Boden ein Mann mit einem Turban und diese Person ist Mohammed, der ja im Grunde als der Gründer des Islams anzusehen ist. Und diese Person wird auch zu den Schismatikern gerechnet, also wie auch Niccolo Apostata. Und wir sehen, Mohammed wird gerade in den Höllenschlund hineingezogen. Dass da im Übrigen Niccolo Apostata und Mohammed zu sehen sind, ist ganz bewusst gewählt von dem Erschaffer dieses Freskos. Denn in dieser Zeit gab es einen Konflikt zwischen dem weltlichen Herrscher des Heiligen Römischen Reiches und dem Papsttum. Es gab nämlich in den 20er Jahren des 14. Jahrhunderts einmal zwei Päpste und das war der Kampf zwischen Kaiser Ludwig dem Bayern und Papst Johannes dem 22. Und hier werden jetzt stellvertretend Niccolo Apostata und Mohammed gezeigt und die stehen für die entsprechenden Gegner des Papstes. Niccolo Apostata steht hier in diesem Fall für Papst Nikolaus dem V. Das ist nämlich ein Papst, der zum Gegenpapst erhoben worden ist, und zwar auf Betreiben von Ludwig dem Bayern, also von dem Kaiser selbst. Und der ist also hier zu sehen, da er ja ein zweiter Papst ist, der aus Sicht des Freskoerschaffers nicht legitimiert ist, wird er also als Schismatiker gesehen. Und Mohammed wird hier gezeigt und ist mit Marsilius von Padua in Verbindung zu bringen. Dieser Marsilius von Padua hat heftig Propaganda gegen Papst Johannes den 22. betrieben. Also er hat dem Kaiser da mächtig geholfen in seinem Kampf gegen den Papst. Er hat möglicherweise ihn auch ein bisschen angetrieben, gegen den Papst vorzugehen. So, schauen wir uns jetzt mal die sieben Kapitalsünden an, die hier dargestellt sind. Wir beginnen mal in der zweiten Ebene links. Da sehen wir verschiedene Personen, die einfach nur herumsitzen. Wir sehen hier auch wieder jemanden mit einer Tonsur, aber auch andere Persönlichkeiten sind zu erkennen. Teufel, wie hier rechts, reiten sogar auf einem Sünder, also ein Teufel, der auf einem Sünder reitet. Diese Teufel quälen die hier Sitzenden mit Heugabeln, mit Mistgabeln und durch Schlangen werden diese Sünder gequält. Und wenn wir uns überlegen, was für eine Kapitalsünde könnte hier dargestellt sein, dann wird das die Faulheit sein, die wir hier sehen können, denn die Sünder sitzen da und tun nichts. Und es gibt dann auch ein anderes Fresko, in dem auch oben links, beeinflusst von diesem Fresko hier, die Faulen sitzen. Faulheit also als Todsünde, die hier dargestellt wird. Und die Bestrafung haben wir eben schon gesehen. Man muss allerdings sagen, man kann nicht immer so ganz sicher sagen, welche
Kapitalsünde dargestellt wird. Zum Beispiel hier ist es nicht ganz so einfach. Wir sehen hier verschiedenste Sünder-Persönlichkeiten drin, in diesem, ja, man könnte sagen, so eine Art Kochtopf. Und dieser Kochtopf, der erinnert dann wiederum an Dante. Da gibt es ja auch eine Episode, da werden dann die Korrupten in einem Topf gekocht. Und noch weiterführend als bei Dante sehen wir hier die Teufel, die mit Heugabeln Schmerzen zufügen. Man kann natürlich überlegen, sind das hier Korrupte, die dargestellt werden? Das ist eine Möglichkeit. Eine andere, eben in Anlehnung an andere Höllendarstellungen, könnte auch sein, dass hier jene dargestellt werden, die der Todsünde des Neids anheimgefallen sind, Invidia im Lateinischen. Wir sehen also auf jeden Fall aber verschiedene Personengruppen. Hier jemand mit Krone, da hinten jemand mit einer Krone, hier jemand mit einer Tonsur, dann aber auch Persönlichkeiten, die ja aus der Mitte des Volkes entnommen zu sein scheinen. Die Neiddarstellung möglicherweise. Es könnte natürlich aber auch irgendwie in Richtung korrupte Persönlichkeiten gehen, aber eher als Todsünde haben wir da den Neid. Dann haben wir in der dritten Ebene links die Darstellung des Zorns, lateinisch ira, und wir sehen hier verschiedene Arten von Zorn, die dargestellt werden. Man kann Zorn gegenüber anderen Menschen haben, das sehen wir hier unten, die beiden Frauen, die sich gegenseitig, wenn man so will, an die Gurgel gehen, diese beiden Persönlichkeiten, die sich gegeneinander zerbeißen, sie werden dadurch noch von Schlangen gequält, das sehen wir auch hier bei diesen Persönlichkeiten darüber. Und wir sehen aber auch den Zorn gegen sich selbst. Diese beiden Persönlichkeiten zeigen das sehr gut, nämlich, also die beiden, also der hier zum Beispiel auch, da beißt sich in die eigene Hand, aber diese beiden zeigen es noch deutlicher. Das sind nämlich Personen, die sich selbst ermordet haben. Man sieht hier nämlich die entsprechenden Messer, die die Kehle aufschlitzen. Das ist also die Darstellung von Selbstmördern. Dann hier nach rechts. Man kann das, denke ich, ganz gut hier erkennen. Das ist ein gedeckter Tisch. Das ist die Sünde der Völlerei, die hier dargestellt wird. Wir sehen also hier auch verschiedene Arten der Darstellungen. Also hier werden noch zwei Personen erst einmal gequält, bevor sie dahin gebracht werden zu diesem Tisch. Es gibt dann hier Personen, die werden gezwungen, etwas zu essen. Diese Person hier rechts könnte durchaus auch gezwungen werden, eine andere Person aufzuessen. Das kann man hier nicht so gut erkennen. Und wir sehen hier unten noch eine Person. Da kann man es nur, wenn man es weiß, vielleicht erkennen. Diese Person wird gezwungen, die Exkremente eines Teufels zu essen. Das also die Darstellung der Völlerei. Und hier unten haben wir jetzt noch drei weitere Kapitalsünden, die dargestellt werden. Beginnen wir erst einmal hier unten links. Das kann man, denke ich mal, jetzt so ganz gut erkennen. Und zwar sehen wir zunächst einmal verschiedene Strafen. Hier wird einer weiblichen Person die Zunge herausgezogen und dieser Person hier am Boden liegend wird flüssiges Metall eingegossen. Und zwar werden hier die Münzen, die ihm gehören, in einem Kessel geschmolzen und dieses geschmolzene Metall wird dann der Person eingeflößt. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass hier die Wucherei dargestellt wird. Und dann schauen wir erst einmal nach unten rechts noch. Da das ist nicht unbedingt einfach zu erkennen, kann man möglicherweise davon ausgehen, dass hier die Luxuria, also die Wollust, dargestellt wird. Man kann das vielleicht hier an diesem Spiegel erkennen. Da geht es ja dann darum, in den Spiegel schauen, die eigene Schönheit sehen. Und wie ich auch gesagt habe, in einer anderen Höllendarstellung ist auch unten rechts die Wollust dargestellt. Jetzt verbleiben nur noch diese Sünder hier in der Mitte. Da werden ja manche zersägt zum Beispiel. Das sind noch andere, ja, Höllenqualen. Hier wird einer zum Beispiel geröstet. Das hatten wir, wer das Giotto-Video kennt, auch bei Giotto schon gesehen. Diese beiden, also das Zersägen und das Rösten, das kam bei Giotto auch vor. Damit kommen wir nun zur letzten Sündergruppe, die wir noch nicht besprochen haben. Das ist die Sündergruppe hier, beziehungsweise die Sünder, die hier von Satan verspeist werden und unten wieder ausgeschieden werden. Die Sünde, die wir hier dargestellt sehen, das dürfte gerade auch aufgrund der Krone dieser Person die Superbia sein. Und die Superbia, das kann man im Deutschen wiedergeben mit Hochmut oder Arroganz, ist eine typische Sünde, die mit Herrschern verknüpft ist. Also diese Sünder werden hier verspeist, sie werden unten ausgeschieden und ganz im Sinne von Dante
hat man drei Mäuler hier. Man sieht hier noch den zweiten, der dritte ist noch hier links vorhanden. Das heißt, wie bei Dante hat Satan drei Mäuler hier bekommen in dieser Darstellung bei Buonamico Buffalmacco, bei dieser Darstellung der Hölle. Damit sind wir jetzt auch am Ende dieses Videos angelangt und wie ich es eingangs erwähnt habe, unten in der Beschreibung gibt es noch die Links zu den anderen Teilen dieser Videoreihe.